Darf ich? Nein, danke. Dann halt nicht. Und wie wär's damit? Weißt du? Nett, dass ich wenigstens etwas für dich tun kann. Man könnte denken, du hättest ein schlechtes Gewissen. Ich? Wieso ich? Ich frage mich nur, was du unter einem freien Mittwochnachmittag verstehst. Du erwartest Besuch? Schön wär's, wenn's hier mal ein bisschen mehr Abwechslung gäbe. Wir machen nicht auf. Es sind unsere Mittwochnachmittage. Und was hast du denn heute vor? Sag mir bitte gleich, wie teuer das ist. Der hat's aber sehr eilig. Du bist nicht da. Wenn was Dringendes in der Klinik wäre, würden Sie anrufen. Über den Tribut, den ich für meine Überbeschäftigung zu leisten habe, unterhalten wir uns dann später. Hm? Ich hab dich nicht geheiratet, damit du mich zu deinem Schmuckstück machst. Hast du nicht? Uns wurde angeschossen. Wir brauchen Ihre Hilfe, Doktor, und zwar sofort. Wo ist der Verletzte? Draußen im Wagen. Wir fahren jetzt in Ihre Praxis. Mein Kollege kümmert sich so lange um Ihre Frau, dass die keine Zicken macht. Die Klinik? Die Klinik, in deine verdammte Praxis. Gibt's noch mehr Anschlüsse im Haus? Hinten im Schlafzimmer. Komm. Alles erledigt. Los. Hier ist das Handy. Ich rufe dich an, sobald er das gelaufen ist. Sorg dafür, dass wir einen Vorsprung kriegen. Und pass bloß auf, dass die nicht vorzeitig Alarm schlägt. Ja, mach ich. Stopp. Komm raus mit dem Messer. Hier ist noch ein Telefon. Noch so ein Scherz und Ihre Alte ist dran. Klar. Jetzt reicht's, Doktor, endgültig. Wo sind deine Autoschlüssel? Aber ihr habt doch selbst ein Auto. Ja. Und damit fahren wir jetzt spazieren, bis wir die Bullen am Arsch haben. Nee, jetzt können wir umsteigen. Unser Wagen bleibt hier. Mach die Tür auf. Hast du einen Arztkopf im Auto? Ja. Ja, und auch eine Decke. Unser Mann, der blutet nämlich wie ein Schwein. Keine Dummheiten. Fenster zu. Wie bitte haben Sie sich das vorgestellt, unbemerkt in meine Praxis zu kommen? Wo parken denn deine Patienten, Doktor? Gibt es da nicht Parkplätze im Hof? Und einen rückwärtigen Eingang vielleicht? Sie scheinen sich ja gut auszukennen. Ist einer von Ihnen Patient bei mir? Mach schon, fahr schneller. Aber angenommen, ich meine nur angenommen, jemand sieht uns. Wäre es da nicht günstiger, die Masken abzunehmen? Hör zu, Doktor, damit eins klar ist. Wenn du einen von uns siehst, dann ist es ungefähr das Letzte, was du gesehen hast. Und jetzt halt die Schnauze!
Ein Stich ins Herz, Leo. Vermutlich war er sofort tot. Es sieht aus, als hätte man ihm den Mund verklebt. Es gibt keine Kampfspuren. Es scheint so, als hätte er jemanden verarztet. Und wer hat die Polizei verständigt? Ich. Wir. Darf ich wissen, wer Sie sind? Ich bin Helen Jonas. Das ist mein geschiedener Mann. Wir haben eine Gemeinschaftspraxis. Meine Räume sind dort drüben. Von dort habe ich auch die Polizei verständigt, weil das Telefonkabel hier abgeschnitten worden ist. Da wollte jemand auf Nummer sicher gehen. Und wieso nicht bei Ihnen? Ich meine, Ihr Telefon ist in Ordnung. Ja. Wieso? Ich nehme an, die Verbindungstür war verschlossen. Die war verschlossen? Ihre Tochter nehme ich an. Ja, meine Tochter Claudia. Okay, jetzt. Ja, gut. Ich kann es einfach nicht glauben. Papst tot, aber wieso? Ich kann es nicht begreifen. Wie war Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater? Gut? Ja, nein, eigentlich schon. Claudias Verhältnis zu ihrem Vater war in letzter Zeit ein wenig gespannt. Er ist wieder verheiratet. War die andere Frau der Scheidungsgrund? Gehört das zur Sache? Das weiß man nicht so genau. Wo leben Sie? Bei Ihrem Vater oder bei Ihrer Mutter? Eigentlich nirgendwo. Hin und wieder auch bei mir. Oder bei Freunden in der WG, wenn ich es bei meinem Vater nicht aushalte, wegen der Neuen. Die Neue, das ist die Stiefmutter, nicht? Ach ja, haben Sie sie inzwischen informiert über das, was hier passiert ist? Nein. Komm, mein Liebes, das sollten wir aber doch tun. Ich glaube, es ist Ihnen lieber, wenn ich das mache. Ich habe gar nicht dran gedacht, in der Aufregung. Da meldet sich keiner. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? So melden Sie sich doch! Hallo? Hallo, hier bin ich! Nur beeilen Sie sich doch! Ja, wir sind ja schon da! Na, das hätten Sie wohl auch noch alleine geschafft. Ich hab's doch versucht. Hier, schauen Sie mal her. Hauptsache, er hat Wort gehalten. Der Kriminelle, der mich hier eingesperrt hat. Einen Vorsprung wollte er. Und Sie dann alarmieren, damit Sie mich rausholen. Welcher Kriminelle denn? Er hat sich nicht vorgestellt. Ich kam hier an der Praxis vorbei. Wie spät war es da? Naja, so genau. Es war gerade dunkel geworden, deshalb sah ich ja, dass Licht in Vaters Praxis brannte. Das hat mich gewundert. Mittwochnachmittags ist geschlossen. Und weiter? Sie sind rein ins Haus. Eigentlich wollte ich ihm nicht begegnen. Wir hatten seit Tagen Streit miteinander, weil meine Stiefmutter fand, dass ich ihm zu sehr auf der Tasche liege. Dann dachte ich, das wäre eine Gelegenheit, mich unter vier Augen mit ihm auszusprechen. Ich habe geklingelt und geklopft, aber da rührte sich nichts. Aber er musste doch da sein, sein Wagen stand im Hof. Ich bin so schnell wie möglich zur Wohnung meiner Mutter gefahren. Es dauerte eine Ewigkeit, bis sie mir öffnete. Ja, was ist denn? Mama, bitte mach auf! Ging's dir nicht gut? Ich hab Migräne. Ich hab schon Mittel genommen. Ich war im Bett. Aber du musst jetzt mitkommen mit deinem Praxisschlüssel. Mit Vater stimmt was nicht. Wieso denn? Was ist? In der Praxis ist Licht, aber er meldet sich nicht und sein Wagen steht im Hof. In meinem Zustand. Na, ich kann doch deinen Wagen fahren. Ohne meine Migräne hätte Claudia mich gar nicht zu Hause angetroffen. Ich war verabredet für die Oper. Ein Bekannter wollte mich abholen. So ungefähr um 7 habe ich ihn angerufen.
dass ich schon ins Bett gegangen sei. Sagen Sie uns den Namen und die Adresse Ihres Bekannten. Wieso denn? Verdächtigen Sie mich etwa? Nö, nö, reine Routine. Na, sag's doch. Philipp Kütten, Armgardstraße. Armgard 8. Ich nehme an, Sie haben Schlüssel für alle Räume? Ja, natürlich. Und da haben Sie sich natürlich erst drüben bei Ihrem Mann umgesehen? Ja. Ist ja gut. Wir wollten dann von drüben telefonieren, aber da war ja die Leitung zerschnitten. Also haben wir von hier aus angerufen. So, ich hab's. Gute Nacht. Nacht. Moment, Doktor. Du hast mir noch nichts über die vermutliche Todeszeit gesagt. Ja, soweit ich das hier beurteilen kann, vor 2 bis 3 Stunden etwa. Also in dem Zeitraum. So zwischen 18 und 19 Uhr. In etwa, ja. Gut, das war's. Gute Nacht. Ja. Das war nicht mein Mann, den Sie da rausgetragen haben. Wie? Das war nicht Dr. Jonas. Wo ist mein Mann? Frau Jonas? Bitte, Frau Jonas, Sie müssen jetzt sehr gefasst sein. Ich weiß, das sagt sich so einfach, aber... Diese Gangster haben ihn umgebracht. Nein! Diese Schweine! Frau Jonas, beruhigen Sie mich! Lass mich los! Kommen Sie hier, kommen Sie! Lass mich los! Ruhe, kommen Sie setzen! Du weißt es, die Männer wollten ihm nichts tun. Du hast ihn umgebracht, weil er dich enterbt hat, dich auf den Pflichtteil gesetzt hat. Ihr beide habt ihn umgebracht! Frau Jonas, das bringt doch nichts. Kommen Sie. Eben haben Sie noch gesagt, die Gangster hätten Ihren Mann getötet. Kommen Sie. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, trinken Sie einen Schluck. Wir wurden heute Nachmittag in unserem Haus überfallen. Männer waren vermummt und bewaffnet. 2 stürmten herein. Ein dritter war verletzt, lag noch in ihrem Wagen. Die Männer zwangen meinen Mann, ihnen zu helfen. Dazu sollte er in die Praxis fahren. Der dritte Mann hielt mir eine Pistole unter die Nase und bedrohte mich. Vermummt und einverletzt, das könnte der Banküberfall von heute Nachmittag gewesen sein. Fragte mein Präsidium nach, ob die Täter schon gefasst sind. Nach etwa einer Stunde wurde mein Bewacher über Handy angerufen, er könne jetzt kommen und sie abholen. Daraufhin sperrte mich der Räuber in unser Badezimmer ein. Konnten Sie da nicht das Fenster öffnen und nach Hilfe rufen? Unser Badezimmer liegt doch innen und ist fensterlos. Wer sollte mich da schon hören? Der Mann wollte in einer Stunde die Feuerwehr anrufen, damit die mich befreien können. Und sind die gekommen? Fragt sich nur, woher die Bankräuber ihre Privatadresse hatten. Da fragen Sie mich zu viel, ich kann es mir auch nicht erklären. Eine Vermutung, wo da eine Verbindung sein könnte, haben Sie nicht. Tja, wenn man schon mal abends alleine ausgeht, wenn Vater abends Dienst hatte. Hm? Dein Vater hatte nichts dagegen. Könnte ja sein, dass man da jemanden kennenlernt beim Tanzen, den man nicht kennt. Du hättest deinem Vater ruhig sagen können, dass du mich mal im Vorort gesehen hast. Falls du geglaubt hast, Punkte gegen mich sammeln zu können. Du, das ist nicht meine Art. Als ob ich da Fremden gegenüber private Dinge ausplaudern würde. Ja. Die Kollegen vom Raubdezernat haben immer noch keine Spur. Guten Abend. Klaus. Paps, Paps ist tot, er wurde ermordet. Oh nein. Was? Was? Aber das glaube ich nicht. Es ist aber so. Chris, Mordkommission, darf ich fragen, in welcher Beziehung Sie zu dem Toten stehen? Klaus Bergheim, ich bin der Oberarzt von Dr. Jonas in der Klinik. Dem Posten des Chefarztes steht Ihnen ja noch nichts mehr im Wege, Herr Dr. Bergheim. Solche Unverschämtheit. Claudia, was ist denn eigentlich überhaupt passiert? Am Telefon hast du mir nichts gesagt, nur dass ich so schnell wie möglich hierher kommen sollte. Da wusste ich doch noch nichts. Ich ahnte nur etwas Schreckliches, als ich dich von Mama aus anrief. Oh nein. Ja, danke, Sie können dann alle vorläufig gehen. Aber halten Sie sich bitte für weitere Befragungen bereit. Schreib doch mal die Adressen auf. Claudia, Sie kommen bitte morgen früh um 9 Uhr zu mir ins Präsidium, Zimmer 186.
Morgen. Morgen. Also, Gerd, du gehst zu diesem Knetten. Nee, das stimmt nicht. Kütten. Kütten heißt er. Kütten, ja. Aber ruf vorher an, mach einen Termin mit ihm aus. Ja? Okay. Henry, du gehst zur Feuerwehr. Lass dir das Tonband aushändigen mit dem Anruf von diesem Bankräuber. Frag Werner, ob er mitkommen kann. Ich werde nach der Vernehmung von Fräulein Jonas in die Klinik fahren. Diesen Dr. Bergheim. Ja? Guten Morgen. Morgen, Frau Jonas. Entschuldigen Sie den gestrigen Abend. Wir waren alle wohl ein bisschen gereizt. Oh, das war doch sehr aufschlussreich. Ja? Jedenfalls steht fest, dass Sie und Ihre Stiefmutter, also die zweite Frau Ihres Vaters, sich nicht mögen. Ja, das kann man wohl sagen. Wir fragen uns nun, wo gab es möglicherweise eine Verbindung zwischen Ihrem Vater und den Bankräubern? Sie sagten gestern, Ihre Stiefmutter ging manchmal alleine aus. Das würde ja heißen, dass Sie im selben Lokal waren, wenn Sie Ihre Stiefmutter da gesehen haben. Na ja, einmal. Offensichtlich war sie angeheitert und tanzte mit irgendeinem Musiker rum. Diese Musiker, kennen Sie die? Kennen ist so viel gesagt. Ich habe sie mal auf einer Unifete flüchtig kennengelernt. Wir spielten da. Wir haben kaum drei Worte gewechselt. Prost, hallo, irgend sowas in einem Dreh. Nichts Privates, wollten Sie doch wissen, oder? Würde es Ihnen was ausmachen, mich heute Abend in dem Lokal zu treffen? Also um 22 Uhr im Fahrort. Dr. Bergheim hat jetzt natürlich noch weniger Zeit, aber wenn es nicht zu lange dauert... Sicher nicht. Ich möchte nur fragen, ob er mir was über die Familie von Dr. Jonas sagen kann. Sein Eindruck, er kennt Sie doch auch privat. Eigentlich weniger. Wegen der Tochter, da... Aber darüber möchte ich nicht reden. Zu Dr. Jonas hat er bestimmt keinen privaten Kontakt gehabt. Also wenn ich richtig verstehe, dann heißt das ja wohl, Ihr Chef war nicht gerade beliebt. Nicht beliebt? Aber Tote soll man ja ruhen lassen, nicht? Jedenfalls ist Dr. Bergheim wesentlich angenehmer. Hier entlang, bitte. Na ja, vielleicht hat er jetzt ja Absichten. Als Nachfolger? Sie verdächtigen doch wohl nicht, ihn Dr. Jonas umgebracht zu haben. Nee, wie werde ich denn um Gottes Willen? Wäre auch völlig sinnlos, Herr Kress. In Ihrer Laufbahn bringen Sie es ja vielleicht irgendwann zum Polizeipräsidenten. Auf den Chefarztjob rückt so leicht keiner nach. Diese Stellen werden in der Regel von außen besetzt. Bitte. Danke. Bitte. Das ist jetzt keine Unhöflichkeit, aber wenn Sie es bitte kurz machen könnten. Sehr kurz. Sie sind mit Claudia Jonas verlobt. Richtig. Aber Sie kämen bestimmt nicht auf die obskure Idee, ich könnte hier Chef werden, wenn Ihr Vater tot ist. Und den Praxisschlüssel hat sie mir auch nicht geliehen, da sie meines Wissens nach gar keinen besitzt. Für Ihren Zeitmangel sind Ihre Antworten ein bisschen zu lang. Wie ist Ihr Verhältnis zur neuen Frau Jonas? Schlecht. Kurz genug. Mhm. Sagen wir, sie hat die Gelegenheit genutzt, um Dr. Jonas gegen seine Tochter aufzubringen. Naja, dass Claudia und ich heiraten wollen, hat dem Chef natürlich nicht gepasst. Er hat sie unter Druck gesetzt, entweder die Finger von mir zu lassen oder aber Enterbung. Ach, so sehr war Dr. Jonas gegen Sie. Warum eigentlich? Naja, er wünschte keine Vermischung von Beruf und Privat. Hat Claudia nicht unter dem Zerwürfnis mit ihrem Vater gelitten? Ich glaube schon. Claudia hing doch sehr an ihrem Vater. Und wie wurde Frau Dr. Helen Jonas mit der Trennung von ihrem Mann fertig? Hatte zu diesem Zeitpunkt erst kurz Kontakt zur Familie. Ich glaube nicht, dass sie um Aufrechterhaltung dieser Ehe gekämpft hat. Dazu war sie zu konsequent und zu stolz. Sie hat auch auf sein Geld verzichtet, wenn Sie das meinen. Ja, Bergheim? Ja, ja, in ein paar Minuten. Nur eine Frage noch. Wie würden Sie die neue Frau Jonas einschätzen? Tja, sie hat es sicherlich nicht leicht mit ihrem Mann. Alles musste nach seinem Kopf gehen. Sie hat sich diese Ehe bestimmt anders vorgestellt. Bestimmt nicht als bloßes Anhängsel eines Egomanen. Herr Doktor, die Sieben. Professor Grüneisen, bitte in die Pathologie. Tja, tut mir leid, Herr Kress. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Sie sehen, bei uns geht's turbulent so. Frau Kütten, guten Tag. Guten Tag. Habe ich mit Ihnen gesprochen? Mein Name ist Heimann. Ach, von der Polizei? Ja, ja bitte. Danke. Mein Gott, ist das nicht furchtbar? Mein Sohn hat es eben von seiner Bekannten gehört, dass mit... Lass nur, Mama. Helen hat mich gerade verständigt. Bitte. Heimann, schön, dass ich Sie antreffe.
Die neue Zeit. Viele in meiner Firma arbeiten zu Hause. Nur gestern Abend, darum geht's doch. Sie hat's mir gesagt. Also, da war ich gerade nicht zu Hause. Dann haben Sie den Anruf gar nicht bekommen. Da wäre ich gerätemäßig schlecht bestückt, wenn die simpelsten Dinge fehlten. Schon eingestellt. Andi, ich bin's. Ich hoffe, du bist noch nicht losgefahren, um mich abzuholen. Hör mal, es geht mir nicht gut. Ich habe wieder Migräne und ich bin voll mit Mitteln, die doch nicht helfen. Und ich habe mich schon ins Bett gelegt. Schade. Ich ruf mich doch morgen an, ja? Ciao. Tja, das war's. Aber wozu? Ich meine, sie braucht doch wohl kein Alibi. Naja, wir müssen alle Angaben überprüfen. Haben Sie ein Ersatzband? Das da würde ich gerne mitnehmen. Sie wollen das mitnehmen? Wenn ich Ihnen rasch eine Kopie von diesem Anruf ziehe? Verstehen Sie, ich speichere alle Anrufe und die möchte ich nicht so gern. Nein, nein, Kopie reicht völlig. Ach ja, als dieser Anruf kam, waren Sie da schon unterwegs, um Frau Dr. Jonas abzuholen? Nein, zum Glück. Ich kam kurz darauf hier zur Tür herein. Und vorhin, als Sie mit meiner Mutter telefonierten, war ich zum Brötchen holen. Ist das genau genug? Und gestern Nachmittag, also vor dem Anruf, waren Sie da mal längere Zeit außer Haus. Ach so, ich brauche ein Alibi. Wäre nicht schlecht. Der Anruf, die Geisel zu befreien, ging um 19.34 Uhr bei der Feuerwehr ein. Riedmann hat ihn gleich kopiert und ins Sprachlabor zum Entzerren gebracht. Entzerren? Wieso? Verstellt der Anrufer seine Stimme? Die Elvira Jonas hat sie doch original gehört. Das ist vielleicht ein alter Kunde von uns, der nicht will, dass wir ihn gleich wiedererkennen. Der Anruf von Frau Dr. Jonas war auf dem Anrufbeantworter. Kütten hat es mir kopiert. Ach, handeln wir jetzt mit Kassetten oder was? Der Kütten war dann nicht zu Hause. Um 18.47 Uhr nicht. Und den ganzen Nachmittag auch nicht. Könnte es einer von denen gewesen sein? Das hat uns Weyrich vom Raubdezernat darüber geschickt. Und das in der Kapuze kann jeder stecken. Habt ihr euch das mal überlegt? Wenn die Claudia, die Tochter von Jonas, öfter in Wohngemeinschaften lebt, dann haben wir noch eine Menge Arbeit, um die ganzen Kontaktpersonen abzuchecken. Und die... Ja, Chris. Was, wer? Ja, soll aufkommen. Danke. Frau Dr. Jonas. Hat der Kütten dazu gesetzt, weil ich ihn nach dem Alibi gefragt habe? Die zweite Ehefrau, die Elvira, müssen wir auch noch besuchen. Aber jetzt sehen wir uns erstmal Claudias nächtliche Bekanntschaften an. Ihr habt euch ja schon lange keinen schönen Abend mehr gemacht, oder? Ja? Frau Dr. Jonas, guten Tag. Guten Tag. Also den Spruch, ich war zufällig hier in der Nähe und wollte die Gelegenheit nutzen, etwas mit Ihnen zu klären, den spare ich mir. Kommen Sie, setzen Sie sich. Danke. Kann ich Ihnen irgendwas anbieten? Kaffee, Tee oder so? Nein, danke. Also dann, warum sind Sie gekommen? Ja, also, ich wollte fragen, wann ich meine Praxis wieder aufmachen kann. Meine Patienten erkundigen sich danach. Ach so, ja. Ja, wenn Sie nur Ihre Praxis ohne die von Dr. Jonas brauchen, dann können Sie meinetwegen am Montag wieder aufmachen. Danke. Aber ich darf Ihnen trotzdem noch ein paar Fragen stellen. Ja. Wie alt war Claudia, als Sie sich scheiden ließen? Ich meine, konnte sie damals schon selber entscheiden, bei wem sie leben wollte? Ja, Claudia stand kurz vor dem Abitur. Und sie hat sich entschieden, beim Vater zu bleiben, weil sie nicht mehr Stress haben wollte. Was ich absolut verstehen kann. Sie hatte immer ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater und meine Wohnung stand ihr jederzeit offen. Und das Verhältnis zur zweiten Frau war damals noch besser? Ja, Elvira war ganz passabel vor der Heirat. Und danach? Tja, ich weiß nicht, was für Vorstellungen sie von diesem Familienleben gehabt hat. Tja, ich muss jetzt gehen. Mit meiner Praxis ist dann insoweit alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Danke. Steht sonst noch irgendwas an? Nein, im Moment jedenfalls nicht. Sollte ich noch Fragen haben, werde ich mich bei Ihnen melden. Auf Wiedersehen. 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 Eine sympathische Erscheinung. Habe ich das Gegenteil behauptet? Wohl so gar
Geht ihr mal in die Bar, ja? Ich bin da drüben. Was bekommt ihr? Für mich ein Gin-Tonic. Kann ich vor. Heute spielt eine Band, die ich nicht kenne. Nur der Sänger ist von der alten Band und fragte nach Elvira, ob sie heute auch käme. Ja, und? Ich hab gesagt, da müsste er sie schon selbst fragen. Aber vom Tod ihres Vaters haben sie nichts gesagt. Wozu auch? Kuss. Kuss. Nicht, dass Sie meinen, ich wäre mit Elvira zusammen hier gewesen. Ich habe sie nur getroffen. Mit dem Sänger da hat sie geflirtet. Da kommt übrigens der zweite von der anderen Band. Ach, normalerweise spielen die immer hier. Soviel ich weiß, ja. Dann fragen Sie doch mal, warum heute nicht. Okay. Super. Hey, heute nur zu zweit? Macht er mal eine Pause von der Musik oder was? Leno kann heute nicht, er ist krank. Vielleicht eine kleine Schussverletzung oder so. Das würde ich nicht machen. Geht auf den Rücken. Schweine. Kreismordkommission 2. Bitte 2 Streifenwagen zum Fahrort. Geht auf die Seite. Na, die Diskothek. So, Schluss, jetzt raus hier. Claudia, danke. Sie haben uns sehr geholfen. Sie sind beide vorläufig festgenommen wegen des Verdachts auf Raubüberfall. Und wo finden wir den Dritten? Was sind wir Dritten? Was wollen die überhaupt von uns? Jetzt ist aber Schluss mit den Spielchen. So, Sie zeigen uns jetzt den Weg. Rück dir mal ein Stück nach, bitte. Ja, nimmst du Leos Wagen mit? Ja. Na? Seid ihr gestern Abend noch mal zurück ans Fahrort und habt weitergefeiert? Normal verschlafen, Leo. Und du? Wie wär's mit Überstunden abfeiern? Ach nee, sowas gibt's bei uns. Dann seid ihr ja ausgeruht genug, um unsere Freunde in die Mangel zu nehmen. Aber bitte nicht gleich alle Verdachtspunkte auspacken. Fangen wir erst mal mit dem Banküberfall an. Wenn die lesen können, davon gehe ich mal aus. Dann werden sie wissen, dass sie hier in der Mordkommission sind. Wer von euch drängelt sich vor und geht ins Haftkrankenhaus, den Benno Maywald vernehmen? Wie schön, dass ihr euch so einig seid. Gerd, machst du's? Ich kann diesen Krankenhausgeruch nicht mehr ertragen. Na schön. Schönen guten Morgen, Kollegen. Guten Morgen. Was willst du denn hier? Du strahlst ja so. Ja, eine erste Spur. Wir haben den Wagen, den die Bankräuber benutzt haben. Einen gestohlenen natürlich. Gefunden auf einem Schrottplatz. Schön. Gratuliere. Und wir haben schon die 3 Jungs, die dran gesessen haben. Ihr habt meine Kunden? Nee, erstmal sind's meine Kunden. Mordverdacht. Was dann noch von ihnen übrig bleibt, das geben wir gerne ans Raubdezernat weiter. Ah ja. Wie großzügig. Ja. Heiko Renner und Rudi Matowski, Herr Griss. Danke. Die Dinger können Sie Ihnen abnehmen, aber Sie bleiben bitte vor der Tür. Bitte.
Soll der Quatsch. Doch gut getroffen, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, was Sie von uns wollen. Wir haben mit der Sache nichts zu tun. Wo waren Sie am Mittwochnachmittag? Zu Hause? Mit ihm. Es gibt keinen anderen, der das bezeugen kann. Nee. Und Ihr Freund Benno, der war auch bei Ihnen zu Hause, ne? Ja. Der lag im Bett mit einer Grippe. Und die Schussverletzung, die hat er sich dann selber beigebracht, nehme ich an. Schussverletzung? Ist er verletzt? Sie haben sich abgesprochen, ne? Nichts gesehen, nichts gehört. Und nichts sagen. Aber es geht hier nicht nur um einen missglückten Banküberfall. Es geht vor allem und in erster Linie um Mord. Was? Mord? Was haben wir denn mit Mord zu tun? Ach, vom Mord an Dr. Jonas wissen Sie nichts. Als wir die Praxis... Als wir die Praxis verließen, da lebte er noch. Den Banküberfall geben Sie also zu, auch dass Sie mit Benno bei Dr. Jonas in der Praxis waren. Okay, okay. Den Raubüberfall haben wir gemacht, weil wir eine CD produzieren wollen. Mit unserer Musik, verstehen Sie? Dieser Dr. Jonas, der benahm sich doch top. Es lief doch alles wie am Schnürchen. Ja, als wir da weggingen, da lebte der noch. Heiko ist reingekommen und hat ihn in den Mund verklebt. Und dann hat er ihn gefesselt. Mit Mullbinden! Wir wollten doch nur einen kleinen Vorsprung. Und dann haben Sie die Praxistür zugeschlossen. Das mussten wir gar nicht. Die hatten Schnappschloss. Ja, Rudi und ich, wir haben Benno untergehakt und die Tür einschnappen lassen. Wenn das alles stimmt, dann erklären Sie mir doch mal, von wem Dr. Jonas erstochen werden konnte. Seine Tochter Claudia hatte zwar den Wagen ihres Vaters unten im Hof gesehen, aber sie kam nicht in die Praxis. Sie hatte keinen Schlüssel. Die frühere Frau Dr. Jonas lag wegen Migräne im Bett. Die jetzige Frau Jonas war im Bad eingesperrt und ist von der Feuerwehr befreit worden. Ich selbst habe doch die Feuerwehr angerufen, damit sie befreit werden konnte. Und sie sollte dann in die Praxis fahren, um ihren Mann zu befreien. Aber da war der schon tot. Als Mörder bleiben nur sie beide übrig. Ihr Benno mit seiner Schussverletzung kommt ja wohl nicht in Frage. Diese Schlampe. Die hat doch alles von Anfang an geplant. Wer hat alles geplant? Und ich bin darauf reingefallen. Elvira Jonas. Wir haben seit ein paar Wochen ein Verhältnis miteinander. Woher sollten wir denn sonst Ihre Privatadresse kennen? Als Dr. Jonas, Benno und Rudi weg waren, da haben wir es miteinander getrieben. Ich fand es geil in dieser Situation. Ich selbst habe ihr dann gesagt, dass sie sich beim Eintreffen der Feuerwehr im Bad einsperren sollte. Also hatte sie genug Zeit, die Praxis zu fahren, ihren Mann umzubringen und nach Hause zurückzukehren. Warum soll sie Dr. Jonas umgebracht haben? Sie hat mir irgendwann mal gesagt, dass ihr Mann sie als Alleinerbin eingesetzt hätte. Und dass sie nur durch seinen Tod Gewissheit haben konnte. Und dass, wenn er tot sei, dass seine Tochter Claudia ihr nicht mehr in die Quere kommen könnte. Sie würden also Elvira Jonas zutrauen, ihren Mann vorsätzlich zu ermorden? Ja. Sie kennen diese Frau nicht. Frau Jonas hat also in der Praxis ihren Mann von den Fesseln befreit, damit man glaubt, die Bankräuber haben ihn umgebracht. Das ist das, was Sie sagen wollen. Eine Frage noch. Warum haben Sie nur im Praxisraum von Dr. Jonas die Telefonleitung gekappt? Wussten Sie nicht, dass nebenan der Praxisraum von seiner geschiedenen Frau ist? Die Zwischentür war verschlossen. Entschuldigung. Werner, du kommst gerade richtig. Du, es wird höchste Zeit, dass ich das Ergebnis kriege. Die Blutgruppe auf den Mullbinden. Tut mir leid, ich hab's noch nicht. Aber das Band, das sollst du dir mal anhören. Es hat Zeit. Henry, die Herren sind fertig und können zurück. Sie können die beiden wieder zurückbringen.
Die Blutgruppe von dem Benno im Haftkrankenhaus brauche ich auch. Habt ihr sonst noch irgendwelche Hinweise gefunden? Ja. Ich hoffe bloß, ich krieg sofort einen Haftbefehl vom Ermittlungsrichter. Chris hier. Ich bin überrascht. Wenn Sie die Sprechanlage auch benutzt hätten, als die Bankräuber kamen, dann wären Sie nicht überrascht worden. Wissen Sie, mein Mann... Den Sie kaltblütig ermordet haben. Sind Sie verrückt? Frau Jonas, ich nehme Sie vorläufig fest, wegen des Verdachts, Ihren Mann getötet zu haben. Aber das ist doch... Das ist doch... Bitte packen Sie die notwendigen Sachen zusammen. Ein glatter Justizirrtum ist das. Ich rufe sofort meinen Anwalt an. Entschuldigung. Daran hindert Sie keiner. Allerdings werde ich warten können, bis er hier ist. Die Termine kann er mit dem Ermittlungsrichter Overbeck absprechen. Sie beschuldigen mich ernsthaft, meinen Mann getötet zu haben? Ja, vorsätzlich. Und wie bitte soll ich das gemacht haben? Sie wissen selbst, dass er schon tot war, als ich in die Praxis kam. Genauer gesagt, als Sie zum zweiten Mal in die Praxis kamen. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich hier im Bad eingesperrt. Die Feuerwehr hat mich rausgeholt. Das werden Sie ja wohl nachgeprüft haben. Richtig. Nur, dass Sie sich selber eingesperrt hatten, kurz bevor die Feuerwehr kam. So, wie Sie es mit Heiko Renner abgesprochen hatten. Heiko? Heiko hat das behauptet. Ja, glauben Sie, dass der den Kopf hinhält für den Mord? Haben Sie das wirklich erwartet? Aber er war es doch. Er oder einer seiner Kumpanen. Und hat er Ihnen erzählt, ich wäre kurz nach ihm weggefahren und in die Praxis eingedrungen, als die drei weg waren? Einen eigenen Schlüssel besitze ich, ja, das weiß er. Und dann werde ich kaltblütig. Ist das jetzt bereits ein Geständnis? Nein! Ich würde Sie trotzdem bitten, ein paar Sachen mitzunehmen. Ich habe ihn nicht umgebracht! Warum auch? Aber Sie werden nicht gerade ärmer durch seinen Tod. Ich habe ihn nicht umgebracht. Packen Sie jetzt Ihre Sachen. Fünf Minuten. Gerd. Ich spring schon nicht aus dem Fenster. Darf ich? Welcher ist es? Der da. Der Schlüssel zum Bad ist natürlich dicht dran. Den haben Sie verschwinden lassen, oder? Hätte ich wohl lieber die Praxisschlüssel verschwinden lassen sollen. Das war jetzt auch kein Geständnis. Dann hätten Sie dann einen Verdachtsmoment weniger. Na endlich. Ich bin seit einer halben Stunde mit den Beweismitteln hier. Also, das Blut auf den Mullbinden. Blutgruppe 0, Rhesusfaktor positiv. Stimmt genau mit der Blutgruppe von Dr. Jonas überein. Und nicht mit der von Benno Mayrath. Der hat AB negativ, genau wie die Blutspuren auf den Tupfern. Ja, die hat Dr. Jonas benutzt, als er ihn verarztet hat. Und dann haben sie den Dr. Jonas mit diesen Mullbinden an den OP-Tisch gefesselt. Das stimmt alles mit Heiko Renners Aussage überein. Damit haben sie ihm den Mund zugeklebt, damit er nicht um Hilfe rufen konnte. Eindeutig, auf der Rückseite finden sich ein paar Barthaarwurzeln. Auf dem Brieföffner finden sich keinerlei Fingerspuren. Sag mal, Leo, hast du dir eigentlich inzwischen mal die Kassette angehört? Die Kopie vom Anrufbeantworter? Noch nicht, gleich. Schaut doch mal im Protokoll nach. Die Claudia Jonas, wenn ich das noch richtig im Kopf hab, die hat sich doch so gewundert, dass die Verbindungstür zwischen den beiden Praxen verschlossen gewesen sein soll während des Mordes. Heiko Renner hat das behauptet. Frau Dr. Jonas hat das auch vermutet, weil ihre Telefonleitung nicht gekappt war. Aber die Claudia ist mit ihrer Mutter zu diesem Telefon gegangen. Offensichtlich durch die inzwischen wieder geöffnete Tür. Elvira könnte sie geöffnet haben. Sie hatte die Praxisschlüssel.
Ja, ja, Werner, fahr ab. Andi, ich bin's. Ich hoffe, du bist noch nicht losgefahren, um mich abzuholen. Hör mal, es geht mir nicht gut. Ich habe wieder Migräne und ich bin voll mit Mitteln, die doch nicht helfen. Ich habe mich schon ins Bett gelegt. Schade. Ich rufe mich doch morgen an, ja? Ciao. Mittwoch, 18.47 Uhr. Moment mal, was war denn das? Fahr noch mal ein Stück zurück und mach's lauter. Ich habe wieder Migräne und ich bin voll mit Mitteln, die doch nicht helfen. Ich habe mich schon ins Bett gelegt. Schade. Ich rufe mich doch morgen an, ja? Ciao. Das ist der Martinshorn mit drauf. Fahren Kollegen vorbei oder die Feuerwehr? Ein Notarztwagen, Krankenwagen. Dann wisst ihr ja, was ihr jetzt zu tun habt. Gerd, du rufst sämtliche Krankenhäuser in der Umgebung an. Brauchst du mich noch? Nee, Moment, jedenfalls nicht. Frag, welche Krankentransporte oder Notarztwagen am Mittwochabend zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr welche Wegstrecke mit Martinshorn gefahren sind. Ist besetzt. Probiere ich die andere Nummer. Ich übernehme die Recherchen bei unserem Einsatzkommando und für dich, Henry, gilt das Gleiche. Du rufst die Feuerwehr an. Ja, aber ich geh mal zu mir rüber, bevor hier das Chaos ausbricht. Herr Kress. Grüß dich, Leo. Wo brennt's denn? Du, ich brauche eine Auskunft von dir. Hattet ihr einen Notruf am Mittwochnachmittag gegen 18.30 Uhr? Interessiert mich aber nur, wenn ihr mit Martinshorn gefahren seid. Moment, ich schau mal nach. Soll es sofort sein oder hat's Zeit? Keine Zeit, kennst mich doch. Du, ich komm runter, wenn du es nicht schaffst. Schaff ich schon. Interessieren dich bestimmte Straßenzüge? Wo? Arnsberger und Martinsstraße. Moment, das haben wir gleich. Bei der Feuerwehr brennt's. Die haben keine Zeit für uns. Wahrscheinlich ein Großeinsatz oder so. Am besten, ich fahr da mal selber hin. Florian, München 10-1. Sie fahren Gisela Straße 20. Dort werden Sie von der Polizei erwartet. Gasgeruch aus einer Wohnung. Kollege, kannst du mir nicht wenigstens die Einsatzdaten für den Mittwochnachmittag auf den Schirm holen? Dann suche ich mir nämlich aus, was ich brauche. Dauert eine Ewigkeit bei denen. Kreis? Ja, Henry. Und da gibt's keinen Zweifel. 18.47 Uhr durch die Arnsberger Straße. Hast du gut gemacht. Ich fahre jetzt mit Gerd zu Helen Jonas in die Wohnung. In die Martinstraße. Ende. Zwischen 18 und 20 Uhr keiner. Danke, das war's. Kannst du aufhören, Gerd? Hab ich schon mitgekriegt. Bauen wir einen Streifenwagen? Nö, das wird nicht nötig sein. Aber den kleinen Rekorder nehmen wir. Dann warst du noch ziemlich angetan von der Dame. Und du hast mir nicht widersprochen. Nee. Ja, dann wollen wir ihr die veränderte Situation mal schon beibringen. Willst du erst mal allein rein? Nee, wieso denn? Darf ich Ihnen etwas anbieten? Einen Drink vielleicht, sofern Sie im Dienst trinken dürfen. Danke. Frau Dr. Jonas, ich beschuldige Sie des Mordes an Ihrem früheren Ehemann, Dr. Günther Jonas. Was? Ich denke, Sie haben die Mörderin bereits überführt, Elvira. Es war leider ein Irrtum unsererseits, weil Frau Elvira Jonas sich durch ihr Verhalten selbst in Verdacht gebracht hatte. Sie werden ja eine Zeit lang brauchen, um mir zu erklären, wie ich meinen Mann, ja, wie ich das gemacht haben soll. Bitte. Wie Sie wissen, hat mich meine Tochter aus dem Bett geholt. Und als wir gemeinsam in der Praxis ankamen, war er bereits tot. Richtig. Dass Ihre Tochter ihren Vater in der Praxis besuchen wollte,
Das war eine Panne, mit der Sie nicht rechnen konnten. Sie hatten sicher ausgerechnet, dass Elvira als Erste kommen würde. Aber anscheinend lief dann doch alles nach Ihrem Plan. Den Sie mir jetzt genau erläutern werden. Gerne. Sie hatten am Mittwochnachmittag ebenfalls keine Sprechstunde, aber solche Zeiten nutzt man ja manchmal, um andere Dinge zu erledigen, Schriftkram aufzuarbeiten, Abrechnungen und so weiter. Jedenfalls waren Sie in Ihrer Praxis. Vielleicht wollten Sie ja gerade gehen. Aber als Sie ins Treppenhaus kamen, sahen Sie unten Ihren Mann mit zwei vermummten Männern, der eine mit einer Waffe in der Hand. Wahrscheinlich hätte bei diesem Anblick jeder so reagiert. Die Situation schien ja nicht ungefährlich zu sein. Fassen Sie doch mal an! Nehmen Sie die Pistole weg und helfen Sie mir! Verdammt nochmal, allein schaffe ich das nicht! Halt die Schnauze! Vielleicht wollten Sie sogar telefonieren, Polizei rufen, im ersten Impuls. Und wie soll ich ihn behandeln? Mit der Kapuze auf dem Kopf? Ich hab's immer noch nicht kapiert, Doktor. Wenn du einen von uns siehst, bist du dran, klar? Gibt's hier noch ein Telefon? Geh mal. Schlüssel? Hab ich. Verdammt nochmal, ich brauche einen Schlüssel. Ich hab keinen. Wollen Sie sich jetzt mit mir rumstreiten oder soll ich Ihren Freund versorgen? Okay, mach weiter. Keine Spritze! Verdammt nochmal, wie soll man den hier wieder rauskriegen? Dann halten Sie mir den Mund zu. Oder wollen Sie, dass das ganze Haus zusammenschreit? Das könnte dir schlecht bekommen. Und deiner Frau auch. Halten Sie mir den Mund zu. So haben Sie die ganze Aktion hinter der Tür mitbekommen. Da lag doch der Gedanke nahe, dass man die Bankräuber für die Mörder halten würde, wenn man Dr. Jonas tot auffindet. Ihre Geschichte hat einen entscheidenden Fehler. Welchen? Ich war nicht in der Praxis. Aber nehmen wir mal an, Sie wären da gewesen. Bin ich nicht. Ich gehe ja nur mal von der Annahme aus. Dann hätten Sie nämlich gehört, wie der eine der Gangster über Handy seinen Freund angerufen hat und ihm sagte, dass die Aktion beendet ist. Nicht doch vielleicht einen kleinen Cognac zwischendurch? Ihre Geschichte scheint sich ja noch etwas länger hinzuziehen. Als der dritte Mann eintraf, hätten Sie es doch gehört, dass Elvira eingesperrt war und dass man nach einer Stunde die Feuerwehr rufen würde, die Elvira befreien sollte. Elvira sollte dann in die Praxis fahren und ihren gefesselten Mann befreien. Jetzt sahen Sie sogar die Möglichkeit, das Ganze so zu inszenieren, dass der Verdacht auf Elvira fallen musste. Als Mörderin wäre sie hinter Gittern verschwunden und hätte jeden Anspruch auf das Erbe verloren. Vielleicht kann man Ihnen ja zugutehalten, dass Sie dabei weniger an sich als an Ihre Tochter gedacht haben.
Spuren, Mullbinden, Pflaster etc., haben Sie nur so beseitigt, wie das ein medizinischer Laie gemacht hätte. Elvira würde ja bald befreit werden, dann in der Praxis auftauchen und so in die Falle gehen. Und dann passierte eine Panne. Ihre Tochter tauchte plötzlich auf. Sie mussten noch mal in die Praxis fahren, bevor Elvira dort erschien. Und die zweite Panne. In der Eile haben Sie vergessen, die Zwischentür wieder abzuschließen. Mir fiel gleich auf, dass Claudia sich so wunderte, dass sie angeblich verschlossen gewesen sei. Es hat sich doch herausgestellt, dass Elvira gar nicht wirklich eingesperrt war. Sie hätte doch leicht in der Zwischenzeit das Haus unbemerkt verlassen können. Richtig. Dadurch wurde jeder Verdacht von Ihnen abgelenkt. Also Ihre Fantastereien, die müssen Sie mir erst mal beweisen. Können wir. Dr. Jonas wurde etwa gegen 18.30 Uhr ermordet. Ja, da war ich zu Hause. Sie telefonierten mit Herrn Kütten wegen Ihrer Verabredung und Ihrer Migräne. Das hat er Ihnen doch bestätigt, oder? Hat er. Auf die Minute. Andi, ich bin's. Ich hoffe, du bist noch nicht losgefahren, um mich abzuholen. Hör mal, es geht mir nicht gut. Ich habe wieder Migräne und ich bin voll mit Mitteln, die doch nicht helfen. Und ich habe mich schon ins Bett gelegt. Schade. Ich rufe mich doch morgen an, ja? Ciao. Mittwoch. 47. Ein Feuerwehrwagen. Aber der fuhr um diese Zeit exakt 18.47 Uhr. Das haben wir recherchiert. Nicht hier an Ihrer Wohnung, sondern an Ihrer Praxis vorbei. Und die Zeit hätte nie und nimmer gereicht, um nach Hause zu fahren, bevor Herr Kütten gekommen wäre. Die haben mir alles genommen.